kann etwa 40 Liter Himmel sehen. Eine besonders rankige Ranunkel. Guck mal, Harvey. Die Freiheit. Yippie! Wir sind nur Zentimeter. Was hältst du davon, Harvey? Abendbrot. Und ich dachte, du isst nur Süßigkeiten. Ich esse immer das, womit ich den größten Schaden anrichten kann. Wofür dieser Schalter wohl gut ist? Licht. Licht! Wird's bald. Na bitte, geht doch. Ein Haufen weißer Kittel. Ist das ein Irrenhaus oder Frankensteins Labor? Hey, du bist auch nicht gerade Miss Multiversum. Eine hässliche Kartoffel, dieser Alf. Da ist ein auffälliges Symbol drauf. Nette Farbe. Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Boah, es ist die limitierte Erstauflage. Was da wohl drin ist? Boah, das klingt nach... Ja, fast so als ob... Potztausend, das ist Glas! Die erinnert mich an Hulgur. Die sind unvollständig. Was hältst du von dieser Kugel, Harvey? Ich hätte gern die Kanone dazu. Es ist eine Bowlingkugel. Dann brauchen wir auch eine Bowlingkanone. Sonst weigere ich mich. Was hältst du von diesen Kartons, Harvey? Ich versuche gerade nichts von ihnen zu halten. Was hältst du davon, Harvey? Das sind keine Kegel, das sind Pins. Oh ja, darf ich? Nein, erinnere dich daran, was das letzte Mal passiert ist? Kein Ohrhase. Willst du davon etwas probieren, Harvey? Oh ja, dann mutiere ich bestimmt zu einem Superwesen. Für mich bist du bereits ein Superwesen, Harvey. Mal, Harvey, ein Comic. Yippie! Es ist Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Sieh mal, Harvey, Wäsche. Sind es lustige Faschingskostüme? Nein, es sind diese unpersönlichen Krankenhausnachthemden. Dann lass uns weitersuchen. Was hältst du davon, Harvey? Igittigit, ein Frosch. Das ist doch kein Frosch, Harvey. Das ist Alf. Ach nee, erst Gedächtnis verloren und jetzt plötzlich Zoologie-Professor oder was? Was hältst du davon, Harvey? Es ist ein Hirn in einem Glas. Wahrscheinlich gehört es Hulgur. Guck mal, Harvey, ein Chemiebaukasten. Yippie! Lass uns Gold in Blei verwandeln. Hallo? Hallo Edna, was führt dich zu mir? Wer oder was bist du? Ich bin ein Gehirn in einem Glas. Aber du kannst mich ruhig Bobo nennen. Wie Bobo Bär? Nein, Bobo wie Bobo bombastischer Schmerz.
wenn ich dich zu Bobo Boden ramme. Du kannst sprechen? Aber nicht doch, Dummchen. Siehst du etwa einen Mund? Ich kommuniziere telepathisch. War ja klar. Kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Nein, ich kenne keinen Weg hier raus. Ich komme nicht weit rum. Verstehst du? Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. Böse. Ah, ich hasse es selbst, wenn ich so pathetisch werde. Ciao, Bobo. Ganz schön hoch hier. Bin ich etwa in einem Turm gefangen? Wie romantisch. Wow. Wie es aussieht, habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Nicht doch. Harvey ist mein bester Kumpel. Sie sieht aus wie eine Eistänzerin mit gebrochenem Bein. Guck mal, Harvey, eine Antenne. Cool. Jetzt können wir mit dem Mutterschiff Kontakt aufnehmen. Das ist der Lüftungsschacht, durch den ich vorhin gekrochen bin. Sehen Sie nun die erstaunliche Edna und ihre tanzenden Fußnägel. Es verliert irgendwie seinen Reiz, wenn ich es mache, um irgendwo reinzukommen. Gleichzeitig ganz in der Nähe. Sehen Sie nun einen weiteren spannenden Beitrag über Menschen mit großen... Was zum Kuckuck? Nicht schon wieder. Warum haben wir hier auch kein Kabelfernsehen? Ach, was soll's. Da muss ich halt wieder die bekloppten Show gucken. Hoppla! Absicht! Psst! Ohne die Pflanze wirkt diese Säule deplatziert. Was hältst du von dieser Säule, Harvey? Kitschig! Hey! Oh, oh. Ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Was soll das? Komm sofort wieder rein. Du brichst dir noch alle Knochen. Komm doch raus und hol mich. Ja. Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Feigling, Feigling! Ja, lach nur. Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Und dann kannst du was erleben.
Jetzt lässt sich die Klinke nicht mehr runterdrücken. Was zum... Hey! Was soll das? Ich bin hier noch drin! Hallo! Holger! Dr. Marcel! Irgendwer! Ein stuhliger Stuhl. Stuhlvolles Beispiel der Stuhlhaftigkeit. Das ist offensichtlich die Tür zu meiner Zelle. Ich hatte mir diese Seite anders vorgestellt. Auch von dieser Seite verschlossen. Da sitzt ein Wächter in dem Raum. Er starrt auf eine Wand voller Überwachungsmonitore. Guck mal, Harvey, da sitzt einer. Oh nein, und wir haben keine Erdnüsse dabei.